Und damit herzlich willkommen. Wir schauen uns jetzt an Darth Morty gegen XX, aka wahrscheinlich Matsche. Und ja, das ist ein Battle, das haben wir alle drei auf unserer Liste gehabt, auf jeden Fall. Und es ist einfach so schön nostalgiemäßig auch ein bisschen. Von daher. Ja, würde ich sagen, fangen wir jetzt einfach mal direkt an und gucken mal bei Darth Morty rein, ne? Jupp. Ey, was ist X-X? Ich box dich Hund, ach, kann raus, dann kannst du dich umbenennen in Doppelpunkt, Klammer auf. Dein Name ist doch nur ein Haufen von Zeichen. Das ist ja auch schon fast so peinlich, wie sich als Clown zu verkleiden. Und jetzt, The Purge, dann ist ja alles gebongt. Gab's ab drei Flow-Fehlern so eine Maske umsonst. Und wenn einer sagt, ich finde, der macht hässlichen Sound, dann sagen alle nur MeToo wie eine belästigte Frau. Ohne diese Maske wär das Battle etwas ehrenvoller. Doch so fragen alle nur, ist das nicht dieser Wegefeuer? Du bist Jack von Crack, nur in Kacke und der ist Kacke. Nach dem Battle ist Blackbro der letzte Rapper mit Maske. Jetzt mal ehrlich, was du von dir gibst, ist echt scheiße. Machst wie nix, da lass dir deinen Text schreiben, Nutte. Oder lass das mit dem Rap bleiben, Junge. Stell den Beat auf Solo, deine erste echt geile Runde. Zieh doch jetzt die Purge-Maske auf, Bitch. Kannst sie gleich verkaufen, weil du raus bist. Doch nach dieser Blamage will sie niemand mehr haben, weil sie sogar für eBay zu arm ist. Zieh doch die Purge-Maske auf, Bitch. Kannst sie gleich verkaufen, weil du raus bist. Doch nach dieser Blamage will sie niemand mehr haben. Nix zu dem Mix ist auf. Okay, erste Strophe mit Hook. Die ersten Zeilen direkt fand ich richtig gut. Mit dem X-X, was soll das sein? Und dann diese Doppelpunkt O oder so? Oder zu welchem Zeichen wird er dann? Ich glaube, irgendwie so war Klammer das. auf. Auf, dachte. Ja, Mit also. einem traurigen Smiley. Ja, genau. Also die Line fand ich sehr, sehr, sehr schön. Ja. Okay, die anderen Lines, die habe ich mir jetzt nicht so krass im Kopf behalten, aber da waren auf jeden Fall noch eine Menge gute drin. Ja, zum Beispiel das mit Fegefeuer, finde ich. Und halt die ab drei Flow-Fehlern gab es eine Maske umsonst. Ja, genau. Die Fegefeuer-Line, die fand ich auch noch ziemlich gut. Vor allen Dingen, weil die Maske ja irgendwie relativ verbreitet ist momentan. Ich wusste nicht mal, dass die aus The Purge ist, aber ja. Auch nicht. Dann wäre da noch zu erwähnen die Nix da rein, dass er sich auch einen Text schreiben lassen soll. Ja, die ist auch nicht schlecht. Den Beat auch solo, deine erste richtig geile Runde. Ja. Da habe ich zu wenig technisches Wissen, um die zu verstehen. Den Beat auch solo, oder heißt Also einfach nur den Beat laufen lassen. muten. Ah, okay. Okay. Dann schauen wir mal weiter. Das Laufen, Matsche, komm, was ist diesmal der Grund? War der Beatpick zu gemein? Ziehst du wieder mal um? Und statt einfach zuzugeben, du wärst ein schlechter MC, kommt dir irgendwas dazwischen oder hast Pech mit dem Beat? Und wieso ich das sage? Vielleicht checkst du nur mit deinem Zwinker-Emoji eine rhetorische Frage, du Fotze. Guck, ich zerstampfe dich so lange, bis hier niemand mehr darüber diskutieren muss, ob du jetzt wirklich Matsche bist. Wer hinter der Maske ist, das braucht man gar nicht hinterfragen. Wegen Typen wie dir bekommt The Purge einen Image-Schaden. Bei Langeweile reden Leute übers Wetter, doch du nicht, du bist lieber Pseudo-Psycho-Rapper. Und egal wie toll du Hurensohn Pseudo-Psycho-Rappst, egal ob Matsche oder nicht, beides vollkommen überschätzt, das hier wird für diesen Clown reichen. Denn diese Runde ist für ihn der Abführmittel, er wird frühzeitig ausscheiden. Ich glaube, das war schon der Part, ne? Ja. War jetzt im Prinzip ein kompletter Part gegen Matsche. Fand ich gut, nachdem der erste Part sich hauptsächlich wirklich gegen X-X gewandt hat, war der zweite Part jetzt wirklich tatsächlich mal gegen den, von dem vermutet wird, dass er hinter der Maske ist, Matsche. Und ja, finde ich gut. Also, dass er mit der rhetorischen Frage, und er hatte ihn natürlich erstmal wieder mit gefrontet, dass er immer meistens ausgestiegen ist, weil es irgendwelche Probleme im Beat gab oder sonst irgendwie was. Ja.
Ich wollte euch jetzt auch noch ein bisschen Ach was so, ja, ich, also ich dachte, Gott sagt jetzt was. Ich fand die, wegen dir bekommt The Purge einen Image-Schaden, fand ich sehr gut. Noch als Einzelline. Wegen so Leuten, ja, genau, wegen so Leuten wie dir, ne? Ja. Ja, genau. Und dieses, die Abschlussline mit diesem Ausscheiden wegen schlechtem Messen oder so, dieses Wortspiel fand ich ganz nett noch. Ja, was ich noch hätte, wäre halt, dass er ihn so zertritt, dass man sich nicht mehr fragen muss, ob er Matsche ist. Und dass normale Leute bei Langeweile über das Wetter reden, während er auf, was sagt er noch, auf psychisch kranken... auf Psycho-Rapper oder so macht, ne? Oder? Weiß ich jetzt nicht mehr. Also normale Leute reden irgendwie übers Wetter, wenn ihnen langweilig ist, und er macht dann auf Psycho-Rapper, wenn ihm langweilig ist. Denke ich mal, dass es so gemeint ist, dass es halt irgendwie ein bisschen verrückt ist. Keine Ahnung. Nee, das halt ihr XX macht. Ja, oder XX. Nee, ich meine damit ja seinen Gegner, also dass er das zu seinem Gegner gesagt hat, aber ja. Hören wir mal weiter. Yeah. Get it. Zieh doch jetzt die Purge-Maske auf, Bitch. Kannst sie gleich verkaufen, weil du raus bist. Doch nach dieser Blamage will sie niemand mehr haben, weil sie sogar für eBay zu haben ist. Zieh doch die Purge-Maske auf, Bitch. Kannst sie gleich verkaufen, weil du raus bist. Doch nach dieser Blamage will sie niemand mehr haben. Nix zu dem Nix ist raus. Du warst 2012 im Achtel, geil bei dir läuft. Ich war im 16. Finale und das war 2009. Ich sag dir was, aber das bleibt unter uns. Dass wir jetzt wieder dabei sind, das hat dir keinen gejuckt. Und jetzt XX, immer wenn ich diese Hure seh, denk ich, wär die Fresse wie auf dem Gummiface lieber zugenäht. Wie individuell, dann wird die Stimme gepitcht. Ist das ein neuer Effekt? Ich hab dich selbst schon nicht. Deine Videos nicht mal schlecht, doch dein Rap ist halt kacke. Ich kauf dir kein Wort ab, du bist kein Rapper, du Affe. Ich trag deine hässliche Maske, wenn ich deine Schwester weghacke. Schrei Attacke, Attacke, stoß dir ein Leck in die Backe. Für richtigen Fame hat's wohl nicht gereicht, da dachtest du vielleicht, hilf dir ja ein Kackname, der dein Gesicht beschreibt. Ich hab dann besseren, der zeigt, was für ein Opfer du bist und deine Fresse auch beschreibt. Nenn dich doch Fotzengesicht. Sorry, bin ein bisschen busy, du willst wissen, was ich meine. Scheiße, meinst du, deine kleine Schwester fickt dich von alleine? Wenn du denkst, die Runde wäre nicht dein letzter Stopp, dann ist die Kacke am Dampfen, denn XX Koch. Okay, also ich fand die Line direkt am Anfang nicht schlecht. Wie war das nochmal mit dem, Ja, der eine war halt 2,12 im Achtel und der andere 2,9 im 16. Genau, das ist kein mehr juckt, genau so war das. Das ist quasi vollkommen irrelevant ist, ob man jetzt, dass die jetzt irgendwie schon mal dabei waren oder so, das ist, dass man damit jetzt niemanden irgendwie, ja, in dem Sinne fronten kann oder sollte oder wie auch immer. Ja, ist auch so. Das Einzige, was ich jetzt großartig aus dem Part hervorheben würde, also ich fand den Part jetzt gar nicht mal so gut, aber die letzte Line fand ich wieder ein bisschen kreativ mit der Kacke dampft, weil er XX kocht. Ja. Ja, und was halt besonders finde ich hervorzuheben ist, in der Runde ist halt das Video, das ist halt sehr gut. Ja, generell, ja, das Video ist auf jeden Fall gut. Ich glaube, das letzte Video, was so gut war, was wir uns angeguckt haben, war nix da. Ich finde auch die Hook, die ist recht musikalisch. Die Hook auf jeden Fall, das kann Morty aber auch. Das hat er auch schon in den vorherigen Runden immer gut gemacht, die Hooks. Ja, sehe ich auch so. Gut, dann schauen wir mal weiter. Zieh doch jetzt die Purge-Maske auf, Bitch. Kannst sie gleich verkaufen, weil du raus bist. Doch nach dieser Blamage will sie niemand mehr haben, weil sie sogar für eBay zu haben ist. Zieh doch die Purge-Maske auf, Bitch. Kannst sie gleich verkaufen, weil du raus bist. Doch nach dieser Blamage will sie niemand mehr haben. Nix zu dem Mix ist aus. Motherfucker, ich bin back wie Bobby Fischer. Nicht, was meine Pflicht war, sondern weil es unverzichtbar ist. Das Style in diesem miserablen Tunnel wie der Peak, bruh. Hacks, no collateral damage wie halb Vietnam. Dieser Punk denkt, dass es wen kümmert, wer die Fotze ist.
Molly Typ vom Dach, VBT bis in Schwitzwitz, wo leider keiner lacht dabei. Halb so schlimm, Kuro ist ja da jetzt, und ihr damit vorbei, als ob noch mehr einen besseren Part rappt als den hier. Vergeht mir, wenn exakt jetzt aus Versehen stirbt, deiner muss halt draufgehen, damit's kein scheiß VBT wird. Dieser Choro-Part war so wunderschön. Ich habe überhaupt null auf den Text geachtet, aber das war einfach nur so krass geil geflowt. Ja, also, ja, was soll man noch sagen, ne? Am Schluss krasser Choro-Part. Das war's ja eigentlich. Da kam nur davor nochmal die Hook. Ja. Sehr gute Runde. Wirklich. Echt gute Runde, besonders den ersten Part fand ich sogar mit am stärksten. Der zweite Part war auch nicht schlecht, weil er eben gegen Matsche ging. Der dritte Part war so ein bisschen mau, aber waren auch ein paar nette Lines dabei. Und das Choro-Feature wertet das Ganze nochmal irgendwie auf. Aber ich finde, es passt nicht so in den Rest der Runde. Es ist so nach dem Motto, oh, Choro macht noch einen Part. Aber irgendwie, wenn ihr wisst, was ich meine, also es ist nicht so in Verbindung zum Rest der Runde, also es fühlt sich nicht so an, als ob es jetzt dazugehören würde, aber es ist trotzdem geil. Koro hat ja auch keinen Gegnerbezug irgendwie. Nee, also, aber es war halt wirklich so ein bisschen, dadurch, dass hier zwei, in Klammern, Veteranen gegeneinander battlen und dann Koro auch noch als Gasthook bei dem einen, war schon geil. Okay. Gucken wir uns mal X-X an. Ey, ich bin immer noch die Eins in diesem scheiß Turnier. Und nicht nur in Sachen Routine bin ich weit vor dir. Denn wenn man da mal recherchiert und Morty analysiert, dann merkt man schnell, dass du fehlende Skills mit Videos kaschierst. Und deine Videos platt ne Frau, ey man krass, was die macht. Doch selbst die habt ihr geklaut, ihr habt von Pancharokas. Und Morty, mir stellt sich die Frage, wenn man deine Videos guckt, ist deine Videofrau 1,20 oder direkt aus Lilliput? Comedy Rap mit Sonnenbrillen, Masken und sowas. Und mit behinderten Bewegungen gibst du den perfekten Idiot ab. Bei den Spasten in den Videos fragt man sich, wo du die herrst, und gerade du redest da was von Behindertenwerkstatt. Ihr seid nur neu beim VBT und du hast noch immer nichts gerissen. Und wie peinlich kann man sein? Fred hat damals schon beschissen. Ey, ich battle dich nicht, Morty, nein, ich nehm dir deine Ehre, denn wir beide, du Fotzer, gehört lebendig beerdigt. Ja, erster Part, also die Line mit der Größe von der Kamerafrau, dem Kameramann, fand ich nicht schlecht. Und die Line mit den behinderten Typen im Video fand ich auch nicht schlecht. Ja, die Behindertenausweisline fand ich ganz gut, sonst noch nicht so wirklich vieles. Ich jetzt auch nicht, aber ich muss mich ehrlich gesagt auch an diesen Stil erstmal gewöhnen, glaube ich. Ja, also irgendwie hätte ich jetzt erwartet, dafür, dass es Matsche ist, float ein bisschen besser auf dem Beat. Irgendwie habe ich manchmal das Gefühl, er drückt so Wörter noch in die Zeile hinten rein und dass er dadurch, also dass man dadurch nicht alles immer so gut versteht, weil er irgendwelche Wörter verschluckt. Aber ich weiß, was du meinst. Also es ist nicht ganz so verständlich wie bei Morty auf jeden Fall. Ja, ich bin Evil, du Smog. Und je nach siehst du aus der Zettel, ich bin Diesel geboren. Stay geduckt, ich bin Evil, du Smog. Ein Rhyme und du siehst aus, als hätte ich bin Diesel geboren. Morty wäre gerne ein Held, doch scheitert dann an sich selbst. Du dachtest dir gegen das oder beiß dich einfach mal fest. Und ja genau, ich hab ne Maske auf, aber Morty du auch. Für ein bisschen Fang hast du mit beiden deine Seele verkauft. Du hast für Kiko Beats gemacht, hast gemischt und gemastert. Für ein bisschen Klicks und Fame legst du sogar Lamm das Arsch auf. Morty, du bist nichts außer Hip-Hop, Comedy, Wannabe. Und beide doch noch Katja, wenn du mit Lambda wieder mal Torge spielst. Und während du für Fame bei jedem lutscht, nehm ich zwei Groupies mit nach Hause und gib mir Ego. Push, dir fährt der Flow, was da los? Morty, du scheiterst an mir, dann wer von euch hat schon Bock auf den größten Biter im Turnier? Sorry, Morty, aber jeder weiß jetzt, dass du beitest und ich kann dich halt nicht ernst nehmen. Du beitendes Stück Scheiße, das ist dir jetzt peinlich, ey, das kann ich verstehen. Mach lieber weiter Vlogs auf YouTube, so als freundlicher Fred. Okay, ich glaube, das war der zweite Part. ja, das letzte war jetzt ganz gut. Mach lieber weiter Vlogs auf YouTube, so als freundlicher Fred. Ich glaube, da kommt jetzt auch gleich noch so ein Video dazu. Ja.
Ja, dann die Line, also, oder dass der Einspieler mit dem Dazzo, also, wo er gegen Dazzo gebattelt hat, irgendwie, okay. Dann, ich trage eine Maske, aber du hast auch eine auf, und dass er sich immer nur durchgeschnattert hat, indem er Kiko gemischt und gemastert hat. Ja, das war eigentlich so das Hauptsächliche. Ansonsten reitet er da sehr auf dem Byte-Vorwurf rum irgendwie. Also ich persönlich finde diese ganzen Byte-Lines ziemlich kacke. Also ich finde, nur weil er einmal sowas gemacht hat, kann man ihn vielleicht nicht gleich als richtigen Byter darstellen. Zumal zu sagen, dass er für Kiko gemischt hat, wow, er hat für einen VBT-Sieger produziert. Und das mit Lambda ist halt auch völliger Käse, weil Morty zwischen seit 3 Runden vor Lambda in der Favoliste ist und auch mehr Aufrufe hat. Also an dem zieht er sich auch nicht hoch. Nee. Also ich finde das alles sehr abstrus, was da so gesagt wird. Ja, das klingt so an den Haaren herbeigezogen halt, ne? Aber Hauptsache irgendwas sagen, was die. Hauptsache irgendwas sagen, was die Gegner davor noch nicht gesagt haben. Aber es ist halt alles ohne Hand. Es hat. Ja. Es hat keine. Wie nennen wir das? Keine Hand, Hilft dir kein nichts. Fuß, was weiß ich. Weder Hand noch Fuß. Genau, das meine ich doch. Ja, genau. Genau das. Ja. Okay. Denn Fred hängt öfter vor der Cam und da erklärt er euch was. Und während er da was erklärt, guckt er halt mega wie ein Spaß. Der macht auf kleiner Spion, auf geheimer Mission, dass dieser Ex-Matsche ist, ey, das beweist er euch schon. Ey, wie willst du gewinnen, Morty? Du kommst nicht mit krassem Scheiß, nein, du kommst mit den netzlosen Phrasen, Standardmasken, Lines und ja, über die Clown rappen. Das darfst du wirklich nicht vergessen, das ist so innovativ, damit hat mich noch niemand gebattelt. Doch dieses Jahr, da wittert Morty ne Chance. So hat der peinliche Honk alle Videos offline genommen. Lass mir auch Spaß an der Freude von deiner Ex ein Call. Und sogar für diesen Alexa ist der Fred echt enttäuschend. So, hallo, herzlich willkommen zu einer aktuellen Elevator-Blog-Folge. Ich habe mir heute ein wenig Verstärkung aus der Hotline mitgebracht. Es ist nicht Mirko. Das war eigentlich schon für mich die erste Enttäuschung, muss ich ehrlich sagen. Aber es ist Fred. Du bist jetzt Single, dein Ex hat dich verlassen, das kann ich verstehen, bei solchen Augenring und sogar am linken Zeh, doch schon okay, ich versteh, nur muss ich leider deine Ex besorgen, Fred unter uns, Digga, scheiße, bist du fett geworden, und die Banane, das ist beides und Tick, von wegen Morty und Rick, du sagst bei Orgien Tick, du sagst im Interview, dass du viel lieber Techno produzierst, man, dann verpiss dich von mir, das ist ein Rap-Battle-Turnier. Ja, okay, also die Runde, das, ja, also das jetzt am Schluss, das war nochmal ganz cool, mit dem du sagst, dass du lieber Techno produzierst, dann verpiss dich von hier, finde ich gut. Und ansonsten, ja, die Lines, dass sogar der Inter oder der Typ da ihn nicht interessant fand und lieber einen anderen gehabt hätte, das hat natürlich ganz gut gepasst wegen der Aussage, die in dem Video da getroffen wurde, auch wenn das mit Sicherheit nicht so ganz ernst gemeint war. Ja. Ich hätte noch, hat Morty wirklich alle seine alten Runden offline genommen? Weil das wäre dann ja wirklich tatsächlich ein Punch noch. Wahrscheinlich, also wenn das wirklich. Auf dem Bild sah es ja so aus. Ich habe jetzt nicht nachgeguckt. Ich weiß ja nicht mehr, ob er unter dem gleichen Namen wahrscheinlich nicht teilgenommen hat. Wahrscheinlich nicht, nein. Ich meine, Morty gibt es ja noch nicht so lang von Rick und Morty. Also Ja. keine Ahnung, ich weiß es nicht. Wenn er sich nach diesem Morty benannt hat. Ich gehe schon davon aus. Aber das ist, ja, also. Trifft durchaus, ja, kann man schon sagen. Aber sonst. Ja, nö. Also ich persönlich finde, im Rest war jetzt auch nicht viel, was punisht. Also für mich geht das eindeutig an Darth Morty. Ja, ich denke auch. Also, das ist schon. Also, Matsche hin oder her, aber da waren viele an den Haaren herbeigezogene Lines dabei, die einfach ja nicht den Effekt haben, den sie haben sollten. Und das ist auf jeden Fall eher ein Ding, was an Morty gehen wird. Einfach weil er nicht nur die besser produzierte Runde hat, sondern auch einfach weil er die besseren Punchlines hat. Ja. Gut.